Ja, hallo, Marek Lesniak, unser damaliger Trainer. Mit guten Erinnerungen verbunden, muss man sagen. Wir freuen uns, dass wir dich mal wieder hier begrüßen dürfen. Erklär uns mal, in was für einer Funktion bist du heute hier? Ja, ich kann man sagen, als Trainer von U19 von FV Wiel. Wir spielen mit der Rheinliga, aber heute kann man sagen, in dieses Spiel, ich bin gerade von Urlaub gekommen, mag mein Co-Trainer Janik das alles. Ich ziehe sich ein bisschen heute zurück, so muss normalerweise sein bei Gemeinschaft. Schauen wir, ich werde sich Gedanken machen oder Erkenntnisse sammeln von diesem Spiel. Und ab Dienstag geht die richtige Vorbereitungen. Das freut mich. Wenn du jetzt so wieder hier in Olpe bist, was sind so deine schönsten Erinnerungen, die du mit dem Verein an sich verbindest, wenn ich jetzt mal so Saison 2016, 2017, Pokalsaison speziell erwähne? Ja, sicher, da war etwas Besonderes. Olpe ist erstmal eine schöne Stadt. Verein ist gut geführt. Sieht man, hat sich momentan auch sehr viel verändert. Die Tribüne dazu neu gekommen. Aber die Leute, welche sind noch hier, wo ich bin weggegangen, wir haben uns sehr herzlich begrüßt. Das heißt, wir sind nicht im Böse ausgegangen. So ist Trainerleben, kann man sagen. Und diese Saison nach 15 oder 16 Jahren, damals haben wir wieder Pokal gewonnen, nach Olpe geholt und fast bis Finale Westfalenpokal gegangen. Das gibt's. Viel zu denken, aber auf jeden Fall war eine schöne Erinnerung. Das glaube ich. Da werden einige Spieler wahrscheinlich auch mit einem lachenden Herzen dran zurückdenken an diese Zeit. Ja, du bist jetzt beim FV Wiel bei der U19 Trainer. Ihr spielt Mittelrheinliga. Letzte Saison, glaube ich, so im Mittelmaß. Was sind eure Ziele für die kommende Serie? Wenn man vergleicht Möglichkeiten von FV Wiel und die Möglichkeiten Mannschaften von Alemannia Aachen, Fortuna Köln oder Viktoria Köln oder Bergisch Gladbach, da muss man sagen, Platz im Mittelfeld. Für uns, das ist schon ein gutes Ergebnis. Wiel hat 5.000 oder 6.000 Einwohner und A-Jugendspieler und B-Jugendspiel mit der Rheinliga, das ist schon zwei höchste Liga in Deutschland und das ist schön, das ist dieser Reiz. Wenn wir sind unter erste 8, unter erste 7, da bin ich sehr zufrieden. Wenn wir nochmal jetzt an heute zurückdenken, was sind deine Erwartungen speziell für heute? Oder gehst du mit gar keinen Erwartungen erstmal ins Spiel, weil du natürlich auch einen Gegner vor der Brust hast, der in der Landesliga eine gute Rolle spielt? Ja, ich habe nicht umsonst dieses Spiel als Erster genommen. Ich habe sehr gute Kontakte zu Björn, zu Janik oder zu anderen Leuten in Olpe. Das haben wir dieses Spiel vereinbart. Ich muss mich bei Trainer, auch bei Geffel bedanken. Der hat gesagt, sofort, hat er sofort zugesagt. Egal wie das Spiel geht aus, auch wenn wir verlieren 5 oder 6-0, ich sammle sich diese Eindrücke. Was uns erwartet, der Mannschaft ist sehr gut von Olpe. Deswegen direkt große Gegner oder gute Gegner und dann die Fehler irgendwo aufzufangen und dann die Fehler in Zeit der Vorbereitung zu eliminieren. Aber ich bin gespannt auf diese Unterschied. Wir haben in der ersten Hälfte heute Jungs von 7 Leute von 2004, die sind geboren, das sind 17-jährige Kinder, kann man sagen. Da bin ich gespannt, wirklich bin ich gespannt. Sicher, Olpe schießt uns ein paar Tore, da bin ich für sie überzeugt. Aber vorne sind wir auch nicht so schlecht. Ja, Marek, vielen Dank, viel Erfolg für die kommende Saison und alles Gute auch persönlich. Ja, ich danke euch und dann auf dieser Stelle will ich begrüßen die alle Leute von damals, welche kennen mich und haben mich in guter Erinnerung in Olpe behalten und irgendwann sieht man sich wieder. Danke, Marek. Alles klar, danke.